Vielleicht einfach umbringen. Will ich aber gar nicht, weil wir verlieren eine Prachtstufe von unserer Dynastie und da habe ich jetzt auch kein Interesse dran, ehrlich gesagt. So, wir bekommen ein Hofartefakt. In Form unserer Katze, die gerade gestorben ist. Naja. Beste ist es nicht. Hier in dem Gold. Nee. Das Ding ist, es gibt aktuell, das Problem ist, es gibt fast keine Fortschritte mehr, weil wir eigentlich diejenigen sind, die alles besitzen und alles machen und es gibt keinen mehr außer uns. Das stimmt, Artefakte sind cool, ja. Das ist eine ganz coole Änderung, das sehe ich aber auch so. Und wir holen uns jetzt mit einem... Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir einfach alles erobern. Ob dann das Ring auch automatisch beendet wird. Mal gucken, ob die für so eine Möglichkeit vorgesorgt haben. Wie ich es jetzt einfach mal nenne. Ihr könnt euch auf den Berg stellen. Ihr könnt euch hinstellen, wo auch immer ihr wollt. Ihr habt keine Chance gegen mich. Narren. Wie sie echt gedacht haben, dass sie eine Chance hätten, wenn sie sich auf den Berg hochstellen. Feiglinge. So. Hey. Was machen die denn da? Was wäre jetzt von mir? Mein Thron will er haben. Arsch. So, gerne probieren. Kann er gerne probieren, der Sohn. Einer Ziege. Zeige ich schon, was ich davon halte. Okay. Machen wir folgendes. Wir greifen das an und dann wird gleich folgendes passieren. Nämlich. Wir brauchen auf alle Fälle eine Tugend. Wir kriegen aber keine Tugend. Ihr wollt mich doch verarschen. 99%. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Crusader Kings 3 fehlt es noch an Tiefgang und Events, ja. Also ich finde vor allem auch an Tiefgang fehlt es einfach noch. Ich meine, es ist schon ein ganz gutes Spiel, aber man merkt einfach, da fehlen noch 5, 6 Jahre Entwicklung. Dass es auf ein Level anderer Paradox-Titel kommt. Das Problem ist halt, die meisten Events wiederholen sich halt einfach so schnell, ne? Es wird halt sehr schnell sehr langweilig. Deswegen lese ich das meiste Zeug auch gar nicht durch. Ich weiß, es gibt Leute, die lesen das dann nach 100 Jahren immer noch durch, wenn es tausendmal das gleiche dasteht, aber... Ich juck das dann einfach nicht mehr, weil es ist immer das gleiche und warum soll ich mir das dann immer durchlesen? Also zum Beispiel Crusader Kings 2, wenn du eins falsch durchliest... Wenn du Crusader Kings 2 irgendeine Sache anders machst oder übersiehst, dann hast du sofort, alles verloren, wenn du Pech hast. Dann bist du tot, Spiel ist vorbei. Wenn du eine Sache mal falsch liest. Crusader Kings 2 ist so ein gewaltiges Spiel. Da gibt es 100 Events, die sind zwar alle gleich, aber haben immer irgendwie andere Möglichkeiten, was du auswählen kannst. Und Crusader Kings 2 hat auch irgendwie ein anderes Feeling, muss ich sagen. Also Crusader Kings 2 hat irgendwie ein ganz anderes Spielfeeling, finde ich. So, wenn du Crusader Kings 2 spielst, du hast ein ganz anderes Gefühl. Also, das ist, also Crusader Kings 2 und 3 sind eigentlich komplett unterschiedlich. Aber ich finde Crusader Kings 2 an sich deutlich besser von der Stimmung her. Hätte man einfach Crusader Kings 2 mit moderner Engine nochmal umgesetzt, wäre schon geil gewesen, glaube ich. Aber hat man ja nicht gemacht.
Wir werden jetzt auch sehen, inwieweit das Ringen durchdacht ist. Crusader Kings 3 ist einfach das einfachere Crusader Kings 2, das stimmt ja. Irland ist übrigens relativ groß geworden. Das Arabische Reich haben wir noch, Ü, Kirgisen, Bulanits, die Bajuwaren. Tja. Ja, das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel Crusader Kings 2 eigentlich gar nicht spiele, weil ich es halt auch zu grafisch zu unansprechend finde. Ich bin halt auch jemand, der gerne hübsche Grafiken hat. So, wir schicken ihm ein bisschen Geld. Damit kann er nämlich. Söldner anheuern, seine Truppen bezahlen und den Krieg gewinnen, ohne dass ich meinen fetten Arsch hin behalten muss. Ja. Klaut euch gegenseitig die Plätze im Rat, ist mir wurscht. Bringt euch meinetwegen auch noch alle um, ist mir auch egal. Bärenhaut, Hofartefakt. Ach komm, ey. Mit Bärenhaut hätte man aber auch gerne mal lila machen können oder so, ne? Ein Bär ist ja nichts, was man jeden Tag tötet. Geizknochen, ne? Also 6 Monate noch. Dann hätten wir Galicien zu 100% in Kontrolle. Einfach vasalisieren? Nee, geht nicht, gell? Scheiße. Geht ja gar nicht. Was findest du an Hearts of Iron 3 so schade? Du hast das Spiel geliebt, du kannst dir die Aufmachung davon nicht mehr geben. Das sieht. Ja, Hearts of Iron 3 war auch ein wunderbares Spiel, aber grafisch, meh. Also auch designtechnisch. Und Victoria 3 freue ich mich auch schon sehr, wenn es dann irgendwann kommen mag. So, das ist ein Königstitel. Wir holen uns jetzt allerdings ganz einfach nur die eine Grafschaft im Ringenkonflikt. Sie will weben. Sie ist geübt. Dann webe mal, geübte Weberin. Geübte Weberin aus dem spanischen Landen. So. Oh, ein Buch. Wo ist denn das Buch? Ich bin doch so ein gerner Leser. Holla. Prestige, Bekanntheit. Geiler Shit, Alter. Geiler Shit. So. Ich sag mal so, wir haben jetzt Spanien zu 100% besetzt. Aber das Ringen können wir nicht beenden. Was meinst du mit dem letzten DLC? Fate of Iberia oder Game of Thrones? Nee, wie ist das letzte große Addon? Ah, ihr wisst schon, was ich meine, das mit dem Thronsaal und so. Hallo Robin, grüß dich. Kingdom Court? Könnte, ich glaube, nee, Kingdom Court war es nicht, oder? Warte, ganz kurz, können wir kurz schauen.
Crusader Longs. Royal Court hieß es. Hat übrigens sehr negative Bewertungen, interessant. Royal Court hat mehr negative Bewertungen als positive Bewertungen. Aha, die letzten Bewertungen waren sogar eigentlich größtenteils negativ. Sehr schön. Okay. Okay, das DLC ist richtig negativ aufgenommen worden, sehe ich gerade. Viel zu teuer, viel zu wenig Inhalte. YouTuber sind Lügner, die sagen, man muss es sich kaufen. Da habe ich zum Beispiel nie behauptet. Ich habe gesagt, ich finde es zu teuer. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich es zu teuer finde. Ich weiß, wie der YouTuber haben es in den Himmel gelobt, habe ich nicht gemacht. Aber ich weiß auch, wie es viele Leute gab, die dann gesagt haben, nein, Krabbe, das ist voll gut, der DLC. Dir hat es besser gefallen mit kurzen Haaren und kurzem Bart, das ist kein Problem. Wenn du das gerne so hast, dann musst du es dir so schneiden. Ich kann natürlich so rumlaufen, wie ich das mag, gell? Tja, jetzt ist die Frage, ob wir das noch mit erobern müssen. Versuche jetzt einfach mal alle Gebiete zu 100% zu erobern, die mit reinkommen. In diesem Ringen. Warum kann ich dir nicht den Krieg erklären? Ich hab keinen Kriegsgrund. Hä? Ich sag mal, 30 Euro für einen DLC sind schon teuer, ne? Was ist das denn für ein Opfer eigentlich? Können wir den kurz umbringen? Der größte Trottel, ey. Das ist sehr freundlich, Robin. Heidenbrut. Weg mit der Heidenbrut. Ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch gar kein Schach spielen. Na komm, wir machen den kurz gebildet weg. Yay, wir haben gewonnen. Natürlich haben wir gewonnen. Wir sind das Gebildetste, was hier rumläuft. Also für 30, ich hätte gesagt, der DLC für 15 Euro Royal Court, hätte ich gesagt, okay. Man darf auch nicht vergessen, dass der DLC, ich glaube, 1,5 Jahre in der Entwicklung war. 1,5 Jahre Entwicklung für eigentlich relativ wenig Inhalte, für, sag ich mal, ein GUI-Interface, was drei Modder auf ein paar Wochen hinbekommen haben. Schlechter zwar, aber trotz allem drei Modder, die das auf ein paar Wochen hinbekommen. Ja, und ein paar neue Events, was Modder in ein paar Tagen machen, also. Dafür 30 Euro, ein paar, gut, die Artefakte, aber das ist auch alles relativ wenig Arbeit. Es hat 1,5 Jahre gebraucht, hat nicht wirklich was rausgebracht und dafür 30 Euro verlangt. Ja. Kann man sehen, wie man will. Wer ist sie denn? Ah, da oben. Willkommen. Ja, bin ich, Herr Walross, bin ich. Der ist im Knast übrigens. Idiot. Die DLC-Flat gibt es übrigens auch für EU4, ne? Warte mal, war die Gneise noch nicht das Ding, was nach der... Weil der Gneisenau ist doch T6, oder nicht? Ist das nicht das Ding, was ich jetzt gekauft habe, wo jeder sagt, das ist scheiße? Bin mir am Sack, ey. Ach, das ist 7. Ne, 7 habe ich noch nicht. 6 habe ich. Was war 6? Derflinger? Ne, Derflinger war 5. Was waren 6 schon wieder? Warte mal, über was reden wir jetzt gerade? Reden wir über Schlachtkreuzer oder Schlachtschiffe? Mackensen habe ich, ja, stimmt. Ich will keinen Hochhalten, ich habe keinen Bock auf Hochhalten.
Dass man fett ist und dann wieder sofort abnimmt, das ist auch noch diese uralte Bug, den es seit 20 Jahren gibt. Kann ich mir nicht einfach einen Anspruch kaufen? Schade. So, der ist übrigens ganz okay. Der ist ganz okay, der Bub. Ganz nebenbei erwähnt. Man steht auf die 14.000 zu. Warte, ich hoffe, dass er stirbt oder dass wir das Ding hier angreifen können. Könnte natürlich auch einfach hier nochmal vormarschieren, ne? Komm. Hier nichts Besseres zu tun hab gerade. Machen wir es einfach so. Vor mir ist direkt die Hauptstadt, das ist eigentlich auch ganz chillig. Und die haben noch andere Kriege am Laufen. Das heißt, die sind jetzt richtig am Arsch. Können wir mal aufhören, die ganze Zeit fett zu werden? Um wieder abzunehmen? Entweder fett und verrecken oder abnehmen und überleben. Könnt ihr euch jetzt mal aussuchen. Voll auf den Sack hier, ey. So, Hauptstadt gehört uns. Ist nur die Frage, wo ist der Typ? Der ist eine Hauptstadt, das heißt, ich kriege ihn nicht mehr. Scheiße. Ja, ich hasse das. Kein Glück. Also das eigentlich, wenn es fertig ist da unten? Interne Streitereien oder? Was wird das da? Ach, mit dem bin ich jetzt auch im Krieg, oder was? Verarschen? Habe ich da einen Waffenstillstand mit den Vögeln oder so? Toll. Habe ich Irland gerufen? Echt? Kann ich mitbekommen. Ja, sehr schön. Was ist eigentlich unsere Entwicklung in der Hauptstadt? Santiago hat 37, Cordoba 43. An sich super. Einnahmen von 10, 4, 9. Ja, viele fragen immer, wie schafft man das, um so viel Einnahmen bekommt. Das ist es. Möglichst viel Entwicklung braucht ihr. Also ballert auch die Einnahmen hoch. Und ganz nebenbei. Mit dem Ding könnte es schon vorbei sein. Der alte Knochen ist gestorben, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Über Domänenschwelle, weil er ein Alkoholiker ist. Wie kann er denn mit 20 schon ein Alkoholiker sein, Alter? Unglaublich, echt. Heiraten wir die Tante mal. Der Krieg ist auch gewonnen worden, fragt mich nicht wie. Okay. Und wir gehen dann auf Verwaltung für das Zeug, wobei ich jetzt natürlich zu viele Gebiete übernommen habe aktuell. An den Bruder. An... Cool, wie viele Neffen und Enkel ich in der Zwischenzeit habe. So... Den Anspruch habe. Warte mal ganz kurz. Ah. Töten ihn. Dann können wir jetzt direkt hier Krieg erklären wieder. Tot muss es sein, das Schweinelein. Tüt, tut, tut. Dann habe ich eigentlich fast alle Gebiete langsam, aber sicher. Kriegt aber da einen ganzen Blödsinn da jetzt. Wobei, stopp. Festmahl sollten wir machen. Wir alle wissen warum.
Mit 20 schon Alkoholiker, das hört sich nach vielen Jugendlichen an. Übrigens gar nicht richtig. Ich habe letztens einen Beitrag gelesen, dass aktuell die Leute, die Kinder oder die Jugend heutzutage weniger trinkt als die Jugend früher. Habe ich auch nicht gewusst. Man denkt ja immer, dass die heutzutage ja so viel saufen, aber scheinbar nicht. Es müsste, ja, Ablässe oder, ja, Löse. Also es gibt eine Mod, mit der kannst du Ablässe automatisch annehmen, aber und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du, wenn du Gefangene hast, kannst du hier auf Massenlösegeld klicken. Das Problem ist, es funktioniert halt alles nicht gescheit. Der Rest wäre einfach nur Massenentlassungen. Kannst du machen, aber da kannst du halt nicht wirklich irgendwas festlegen, was du da bekommst, ob du die bekehrst oder ob die irgendwas aufgeben müssen. So, Krieg ist vorbei. Massenmod wäre auch Möglichkeit, ja. So. Also, jetzt fehlt noch eine einzige Provinz, nämlich das hier fehlt noch. Und dann hätten wir alle Gebiete, die im Ring beteiligt sind. Da bin ich mal gespannt, ob es dann funktioniert. Ey, das war jetzt aber scheiße. Hallo. Kurze Unterstützung hinschicken. Und gewonnen. Ah, war eine knappe Geschichte jetzt, ey. Hätten sie mich fast kalt gemacht mit ihren paar hundert Mann. Ja, noch eine Provinz. Klar. Das erste Kind ist sofort Genie. Sobald der erste Junge kommt, kannst du ihn wegschmeißen. So. Jetzt haben wir 100% alles. Wir können es ringen, aber trotzdem nicht beenden. LOL. Ja, fick euch, Alter. Diese aquitanischen Käfer. Das heißt, ich habe keinen Kriegsgrund. Hä? Natürlich habe ich einen Kriegsgrund. Schaffe ich mir einfach einen Kriegsgrund. Warte mal, kann ich das auch machen, wenn ich den Herzogtitel abgebe? Schon, naja. Der Typ schaut so scheiße aus in seinem Alter schon. Okay. 50-50 Chance, dass wir mit unserer Frau befreundet werden. Jawohl. Wir sind halt schüchtern. Also dieses Schüchtern ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Hauptsitz entwickeln ist aber immer ganz cool. Scheiße. Ich hätte schon so viel Anspannung. Oh Gott. Katastrophe. Wir haben so viele Möglichkeiten, wie wir Frust abarbeiten. Nicht jeder mag seine Frau. Ja, damals war es so. Ja, damals haben sie sich wirklich nicht gemocht, ne? Das waren ja häufig Zwangsehen. Noch 3 Jahre. Was
Toll. Angebotener Gefallen. Komplotte Erfolgschance plus 40%. Na, ja, ist doch gut. Das ist doch gut. Ihn hätte ich gerne als... Ah. Neun. Mach mal so. Warum werde ich jetzt erpresst? Hexe. Mal, mir wurscht. Dann wissen sie halt alle, dass ich eine Hexe bin. Wenn sie meinen, dass sie dann besser macht oder glücklicher macht. Papst macht mich sowieso schon nicht. Deutlich kühler. Bei mir hat es immer noch aktueller Stand. 33 Grad. Nee. Nee, warte mal. Aktualisieren. 26 Grad. Das geht aber nicht. Hat doch gut abgekühlt. Und nachher soll es regnen. Das ist sehr entspannt. Grad. Was? Ich beneide dich. Tatsächlich. Ich beneide dich sehr gerade. Ah, Hofpacht, stimmt. Da müssen wir auch noch dran arbeiten. Alles mal kurz auf Stufe 5 setzen. Jawohl. 19 Grad. Also bei mir hat 26 Grad. Ja, ich sag dir gleich, wie viel Zimmer das in dem Raum hier hat. Grad hier in diesem Bumsraum. Ich kann die Fenster jetzt aktuell nicht aufmachen, weil dann lauter Ungeziefer reinkommt. Scheiße. Aber was ich machen werde, also ich habe mir Gedanken gemacht, ich denke, ich mache nachher eine Pause, so 2-3 Stunden und werde dann nochmal so zu Mitternacht oder so nach Mitternacht nochmal World of Warships spielen. Bei dir hat es im Punkt Mitternacht so extrem geblitzt, im 5-Sekunden-Takt, dass du sogar wach geworden bist und nicht mehr schlafen konntest. Jetzt sind es 23 Grad mit extremer Luftfeuchtigkeit. Bäh. Also bei uns sind es nicht mal Mücken. Ich habe immer diese Mottenviecher an den Fliegengittern und die kommen da irgendwie manchmal rein. Ich weiß aber nicht wie. Wie diese Viecher das machen. Das ist immer sehr, sehr, sehr merkwürdig. Drecksviecher. Hä, was für verringert? Hä? Ich erhöhe doch. Wieso denn verringert? Ach komm. Dann machen wir einfach hier kurz. Schau mal. Hat schon mal gut funktioniert mit Hofpracht erhalten. Ah, hier Hofpracht jetzt hat. Immer mal was mit Hofpracht bekommen. Das ist schon wieder so krass gesunken, der Scheiß hier. Können wir denn noch Hofämter besetzen? Ah ja. Steuern gehen immer. Das ist ein Grashüpfer auf der Treppe. Grashüpfer sind. Grashüpfer gehen noch, finde ich. Da gibt's Schlimmeres. Mücken. Motten. Ungeziefer wie Wespen, die einem das Leben nehmen wollen. Widerliches Zeug.
Na, mehr können wir nicht einsetzen. So, pass auf, die erste Tochter war ein Genie und der Junge ist jetzt ein schlauer Junge nur. Guter Bo. Spinnen mag ich auch, ja. Spinnen sind chillig, die fressen auch immer das Ungeziefer weg. Ne, wenn du nicht in die Natur gehst, dann sind Zecken egal, ne? Das stimmt. Hm. Ey, die Leute sterben. Wie lange denn noch? Ich hab doch gar keinen Waffenstillstand mehr. Wahrscheinlich gerade ausgelaufen, als ich nochmal geschaut habe. Ja. So. Ach, der Klassiker wieder dieses Scheiß-Event. Immer das gleiche, ne? Als ob sie keine Ideen mehr hatten, dann, dass man immer das gleiche Event macht. Was für Affäre? Nein, nein, nein! Niemals. Ich bin ein treuer Säufer. Behaupte ich jetzt einfach mal. Du liebst Reptilien wie Schlangen. Als Schlangen kenne ich auch einige. Hinterlistige Schlangen. Was soll ich jetzt machen? Wir schmeißen die raus. Und Mangonellen dafür rein. Ich gerne ein bisschen mehr von dem Zeug haben. Einfach, dass es ein bisschen schneller geht. Mir dauert es aber zu lange mit dem Belagern hier. Da wir so viele Truppen haben, denke ich mal, dürften eh keine Chance gegen uns haben. Ja. Ja. Oh, mal hinterher. Ah, sehr schön. Auf nach Aquitanien zur Hauptstadt. Mein Freund ist gestorben. Idiot. So, das war die Hauptstadt. Was ist das eigentlich? Majurkit Bisir, so wie man das so ausspricht. Auch komisch. Dann kommen die her. Wo ist die Hauptstadt? Das ist die Hauptstadt. Na, viel Spaß. Ja, wir belagern jetzt erstmal chillig durch, ne? Warum gibt es eigentlich keine Fraktion gegen mich? Ah, doch, hier. Da ist eine. Den könnte man zwingen zu bekehren, rein theoretisch. Geschenke bringen leider nicht so viel. Ja, da wird es auf alle Fälle gleich noch einen Aufstand geben. Aber das ist nicht so schlimm. Da gibt es Schlimmeres. Was wir jetzt nur kurz machen sollten. Wir switchen zu Diplomacy. Ah, scheiße. Ah, fuck. Scheiße, fuck, Mist, Müll. Man hört mich nur fluchen. Ach Gott. Also so viele negative Events, wie ich hier habe, das ist echt schon eigentlich ein Wunder, dass ich noch nicht tot bin. Okay, die Schlacht gewinnen wir und damit auch diesen Konflikt. Und jetzt ist die Frage.
Ihr kontrolliert weniger als 50%. Ach so. Oh. Alle die Jurgemeinden müssen katholisch sein. Sind sie es nicht? Ah ja, da fehlen einige. Tatsache. Leute, wir haben katholisches Ungeziefer in unseren... nicht katholisches... Alter, komm, 12 Jahre. Ach komm. Das dauert ja Jahrhunderte, die zu konvertieren. Eures Hauptsitzkönigreichs Galizien und katholisch. Galizien. Das ist alles Galizien. An sich ist das nur Galizien. Da ist alles katholisch. Wenn ich jetzt einfach mal ganz billig sage, okay, mach jetzt, wobei es bringt wahrscheinlich nichts, was umzuballern. Ja. Leute. Das Ding ist durch. Hätte sie bestimmt nicht 20 Jahre warten, bis die Konvertierungen. Das ist mir es nicht wert. Das Problem ist, die haben 100% Eifer, wir haben 33% Eifer, deswegen ist es quasi unmöglich zu bekehren, andere Religion, leider. So, das heißt Crusader Kings 3 endet hier an dieser Stelle, erwarte die nächste Kampagne nicht vor 2023, sage ich euch ganz ehrlich, weder auf YouTube noch auf Twitch, aktuell keinen Bock mehr drauf. Vielleicht mache ich ein paar Challenge-Videos. Ja, da muss ich gucken, ob ich da Lust drauf habe und wie, wo, was, wann. Aber Crusader Kings 3 ist hier ganz offiziell vorbei. Komm, scheiße, wir spielen trotzdem ein bisschen World of Warships noch. Ist egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an die Crusader Kings 3 Zuschauer. Wir sehen uns entweder gleich weiter hier einfach. Wer da Bock drauf hat, für die Jungs auf YouTube, nächste Videos anklicken, gell? Genau, sind wir hier raus auf YouTube, wünsche euch noch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal rein. Und auf Twitch geht's weiter mit World of Warships nach einer kurzen Werbepause. Nein, Spaß, gibt keine Werbepausen, aber ich mache hier ein kurzes Dingens rein, so.